Willkommen in der Steinemeisterei zum nächsten Lego-Technik-Video. Vor uns ein etwas älteres Modell, nämlich aus dem Jahr 2005. Der Pneumatik-Kranwagen mit Motor. Die Setnummer zu diesem Set lautet 8421. Wie gesagt, aus dem Jahr 2005. 1884 Einzelteile sind hier in diesem Kranmodell verbaut. Und ja, also das sind so mal ein bisschen noch die Anfänge der Krantechnik. Wenn wir dann gleich sehen. Es gibt ja zurzeit jetzt hier diesen ganz aktuellen Kran mit der Nummer 42009, glaube ich. Der also dann wirklich der große Bruder, beziehungsweise das eigentlich hier der kleinere und ältere Bruder. Trotzdem hat er seine Feinheiten und die gucken wir uns jetzt nach und nach mal an, würde ich sagen. Die Gesamtlänge des Kranwagens hier circa 50 cm. Wir haben insgesamt 4 Achsen verbaut. Dabei ist das eben so gemacht, dass die dritte Achse hier ist eine starre Achse. Und dann die vorderen Beinachsen, die schwenken im Prinzip parallel, auch mit unterschiedlichen Winkeln wieder. Das heißt, die ganz vordere Achse hat einen größeren Einschlagwinkel als die zweite. Und die letzte und vierte Achse, die hat im Prinzip den gleichen Winkel wie die erste Achse. Jedoch komplett einmal umgedreht. Das heißt, wenn ich mit der Vorderachse nach links lenke, schlägt die rechte oder die hinterste in die andere Richtung ein. Ist klar, warum? Damit wir also den Wendekreis möglichst gering halten. Und das ist hier also definitiv auch gelungen. Wenn wir jetzt also mal den ganzen Kran hier im Kreis fahren lassen möchten, beziehungsweise mal umdrehen oder ja, wenden lassen möchten, dann können wir das also relativ schnell eben hier machen. Also wir haben ja wirklich fast, also was heißt fast, wir haben einen sehr geringen Wendekreis. Also der Kran, der steht förmlich auf dem Fleck und dreht sich eigentlich beinahe hier um seine eigene Achse, kann man sagen. Also der fährt dann wirklich einen sehr, sehr engen Wendekreis. Also gut gelungen. Die Reifen auch relativ groß und kräftig ausgebildet. Sieht insgesamt schön aus. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die ganze Sache eben von vorne an. Also der Kran von vorn sieht auch erstmal wieder so richtig schön aus. So breit und tief. Das heißt breit das Cockpit, tief gelegt das Cockpit. Also wie im Original. Sehen wir also jetzt auch nochmal hier ganz deutlich, wie tief das eigentlich hier so gebaut ist. Wir sehen also hier die untersten oder das Ende der Transportkanzel oder des Cockpits und ist also wirklich sehr tief gelegt, die ganze Sache. Dann sehen wir hier schon den ersten Ausleger für die Stabilisation nachher. Die werden dann im Prinzip ausgefahren. Das machen wir manuell über ein kleines Getriebe oder eine kleine Mechanik. Sind die alle vier, an allen vier Ecken sind die verbaut und fahren alle vier parallel aus und ein. Ja, hier vorne eingerastet dann schon der Kranhaken für die Transportstellung und oben aufgesetzt dann bereits der große Ausleger. Das gucken wir uns dann alles natürlich entsprechend im Detail an, wie die ganze Technik eben funktioniert. Vorweg, der Ausleger ist im Teleskopverfahren gebaut. Wir haben drei Ausleger in einem. Das heißt, das ganze Teil wird also dreifach, also die Länge wird im Prinzip verdreifacht. Das ist also hier der Clou dahinter. Und dann haben wir hier oben drauf noch die Seilführung installiert, die dann bis hinten durchreicht. Und ganz hinten dann eben entsprechend wird dann das Seil aufgerollt. Das ist dann diese Aufrollmechanik. Dort sehen wir das mit dem weißen Zahnrad entsprechend ziemlich gut gelöst. Ja, wir haben hier auch noch einen ganz alten Motor oder eine ältere Motortechnik verbaut. Also hier dieses schwarze Element, das ist also der Motor. Die Batteriebox zuvor nochmal erklärt, die sitzt also hier oben drauf. Hier kommen also 6 Batterien AA-Format rein. Ist also auch noch ein bisschen älter.
Das Ganze wird dann eben mit diesem Kabel hier verbunden. Das Kabel kommt dann hier unten wieder an und treibt uns dann diesen Motor hier an. Das also diese Blackbox in Anführungsstrichen und also das noch ein bisschen älter. Und dann wird also einfach hier nur eine Welle im Prinzip in die Batterie oder in die Motorbox gesteckt und treibt uns dann hier im Prinzip diesen Aufroller an. Das ist die Mechanik dahinter. Alles ein bisschen älter und ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen gröber, aber sicherlich auch dafür etwas robuster gebaut, muss man sagen. Ja, wie gesagt, besonders schön eigentlich dann hier nochmal dieses Gegengewicht anzusehen. Diese Batteriebox, die ist also richtig schön hoch und wirklich auf dem letzten Meter von der Länge hinten aufgebaut. Das heißt, damit im Prinzip die Hebelkraft möglichst gering ist, hat man das ganze Teil maximal nach hinten gesetzt, also auch so gut gelöst. Dann haben wir hier hinten das große schwarze Zahnrad, dient für die Steuerung der drei beweglichen Achsen hier. Macht sich sehr gut, je nachdem, was man dort für einen Untergrund hat, haben die Reifen eben mehr oder weniger Haftung und entsprechend geht das eben leichter oder schwerer. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir einmal hier hinten sind und dieses Zahnrad eben hier so haben, dann würde ich sagen, bedienen wir das auch gleich. Das also hier für die Steuerung der Ausleger der vier Stützen gedacht. Wie gesagt, vier Stück sind installiert. Die alle drehen hier parallel. Und wenn man jetzt hier anfängt zu drehen, dann sieht man also, wie hier an allen vier Ecken dann diese Ausleger ausfahren. Das sieht erstmal relativ unspektakulär aus. So, jetzt liegen die also auf. Und jetzt hat man aber eben trotzdem noch die Möglichkeit weiterzudrehen und hier im Prinzip eine gewisse Spannung aufzubauen. Und danach steht der Kran wirklich richtig stabil und der kippt also definitiv so schnell jetzt nicht um. Also man dreht hier einfach noch ein bisschen weiter und merkt dann eben wirklich, wie dann hier alle Scharniere oder ja, alle Scharniere letztendlich einknacken. Und dann also ist das ganze Teil wirklich richtig stabil und dann kann man also mit dem eigentlichen Kranhebel oder mit dem Kran oder mit dem Gewichtheben beginnen. Also der Kran hat jetzt einen richtig guten Stand. So, die Achsen noch sicherlich gerade gestellt und dann kann es eigentlich schon losgehen. Die nächste Besonderheit, die wir haben hier also einen Pneumatikantrieb und einen Elektroantrieb, beides kombiniert. Der Elektroantrieb hatte ich ja schon bereits erklärt, der also hier für die Seilwinde zuständig und außerdem zuständig für den Teleskoparm, für den Ausleger. Und die Pneumatikgeschichte, die ist eben hier zuständig, um uns diesen Ausleger hier im Winkel also anzukippen. Wir sehen hier also mittig diesen großen gelben Zylinder. Also das ist noch wirklich einer von der alten Schule. Ein ganz schön großes Teil, muss man sagen. Also hier von der Länge 10 cm ungefähr. Und dieser große Zylinder, der ist jetzt dafür zuständig, dass eben hier der gesamte Teleskoparm angehoben wird. Ja, die Pneumatik sagt ja, Pneumatik ist Druckluft, das heißt komprimierte Luft. Und die wird hier manuell komprimiert. Ich werde im ersten Schritt jetzt mal hier die Hebel oder den Hebel in die entsprechende Stellung bringen. Das also hier das Pneumatikhebel hier in die Stellung aufrecht. Und jetzt muss ich ja irgendwo Druckluft erzeugen. Und das mache ich eben hier nicht durch einen Motor mit Kompressor, sondern ich mache das eben hier manuell. Hier ist nämlich so ein kleiner Zylinder mit installiert. Und indem ich den drücke, betätige, pumpe ich hier im Prinzip. Und durch das Pumpen komprimiere ich Luft. Und ich habe also dann genug Druck, irgendwann um diesen Arm hier anzuheben. Das mache ich also jetzt. Ich drücke mal, geht also ein bisschen schwer. Jetzt habe ich natürlich eins vergessen. Das ist ein typischer Anfängerfehler. Man muss vorne selbstverständlich den Kranhaken lösen und danach geht das also dann wesentlich besser. So, also nochmal. Ich fange an zu drücken und siehe da, er kommt tatsächlich nach oben. Man muss dann so 10 Mal maximal, dann ist er eigentlich oben. Und jetzt hat man das Teil also einmal ausgefahren. So sieht das aus. Den gesamten Kranaufbau, den kann ich hier manuell um 360 Grad drehen. Also unten dieses große Zahnrad installiert. Und das Ganze macht mir eigentlich, muss ich sagen, auch einen relativ
stabilen Eindruck, eben auch, weil ich hinten dieses große Gegengewicht, diese große Batteriebox habe. Die wiegt ja auch ein paar Gramm, ich denke so 200 Gramm oder vielleicht sogar 250, 250 Gramm habe ich hier als Gegengewicht und das reicht eben wirklich völlig aus. So, das also der erste technische Schritt hier, diesen Kranarm anzuheben. Den nächsten Schritt wäre jetzt im Prinzip dann hier diesen Teleskoparm etwas auszufahren. Das machen wir ja wie gesagt elektrisch und dazu müssen wir auch noch mal hier umschalten. Dazu ist also dieser zweite Hebel hier zuständig. Da haben wir also einmal die Schaltstellung Teleskoparm aus- und einfahren und einmal die Schaltstellung Kranhaken ablassen oder aufrollen. Also diese Funktion haben wir. Das Ganze dann gepaart mit dem roten Knöpfen hier als Antriebsstart und Ende. Und damit haben wir insgesamt eigentlich dann vier Funktionen im Endeffekt. So, wir starten mal jetzt und sagen, so rum, fahren jetzt mal diesen Arm hier so langsam aus. Also Schalterstellung hier nach rechts und den rechten Button hier betätigt. Und jetzt sehen wir also, aha, der Kranarm fährt also aus und der fährt recht weit aus. Ich bin jetzt mit meinem Platz hier ein bisschen beschränkt, aber ich habe das mal gemessen und wir kommen hier so auf circa 90 Zentimeter sind wir dann insgesamt in der Höhe und das ist also schon eine ganze, ganze Menge. Jetzt habe ich so ungefähr die Hälfte gerade mal und wir sind schon relativ hoch. Die zweite Wahl wäre dann jetzt, den Kranhaken hier natürlich abzulassen. Das funktioniert dann ein bisschen entspannter oder besser, leichter, wenn man hier so ein Gewicht drauflegt, damit hier das entspannter eben nach unten kommt. Ich habe jetzt hier mal so ein kleines Metallgewicht genommen und jetzt kann man den also schneller ablassen. Interessant ist es hier, dass das Ganze sehr schnell funktioniert. Also bei den neueren Kranen dauert das alles ein bisschen länger. Und hier geht das Ganze relativ fix nach unten. Also in wenigen Sekunden habe ich dann dieses Seil hier abgelassen. Und hier muss also wirklich ein bisschen Gewicht dran, dann geht das einfacher. Und das war eigentlich im Wesentlichen alles zu diesem Kran, was es an Funktionen gibt. Man muss damit ein bisschen spielen und kann dann im Prinzip eine ganze Menge an Gewichten anheben. Ich habe in meinem Video zum Set 42009 einmal dort ein 300 Gramm Gewicht angehängt. Das hat der Kran also hochgezogen. Ist bei dem Kran nicht der Fall. Also der schafft es hier nicht. Dann reicht die Kraft also nicht aus. Der Zylinder, der fällt erstmal dann zusammen. Also da reicht der Gegendruck nicht aus. Also hier müsste man dann so das Gewicht halbieren. Dann könnte man das also auch hier mit dem Kran bewältigen. Also so bis 150 Gramm Gewicht zieht der Kran hier auch nach oben. Und der ist ja nicht ganz so groß, von daher geht das auch völlig in Ordnung. Und ja, damit sind wir eigentlich durch. Ich würde sagen, ein tolles Teil. Trotz des Alters von jetzt ja immerhin 10 Jahren, steht der Kran immer noch richtig toll da. Hat die nötigen Funktionen allesamt dabei, hat also dann auch diese Stützen mit dabei. Wir können das ganze Teil drehen, wir können den Teleskoparm anheben, ausfahren, wir können das Seil auf- und abrollen, funktioniert wunderbar. Und es gibt zusätzlich zu dem Modell, Entschuldigung, dann noch wieder ein B-Modell. Das folgt dann natürlich demnächst. Und damit erstmal Ende zu diesem Video. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, danke euch, ciao.